Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Taro mit LP hintendran und ja, wir sind wieder bei Ein Königreich für ein Lama und heute machen wir River Chapter 4. Ja, also letztes Mal haben wir Kapitel 2 hingekriegt, ganz cool. Ah, das fängt ja mit dem Bosheit gegen Isma. Oh nein. Och nö. Wenn ich das jetzt... Ach Gott, ich darf das nicht vermasseln. Ja. Okay. Demon Lama Spit. Dum, 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 dum. Schlange! Dum, dum. Ah, sehr schön. Zumindest die Musik ist cool. Zumindest die Musik ist cool. Nee. Elefant. Hi! Oh yeah. Oh yeah, ein Lama. Cool. Is that everything you got, Isma? Ich hab nämlich noch ganz viel mehr Spucke. Da bleibt dir die Spucke weg. Secret. So, das wäre auch schon mal gelöst. Das wäre noch ein hübscher Gorilla. Ein Elefant. Bam. Go, Piki, go. Was? Was? Go, Piki, go. Okay. Oh, Vogel. Und jetzt haben wir es gleich. Ah, Mann. Mann, 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 Mann. Und obwohl, ja, die Einlage ist sehr lang. Und ich sollte möglichst nicht Ja, ich will eigentlich keine böse Sprache verwenden. Ich mag ihn nicht so sehr. Ah, Gott. Ist es nicht? Alles? Nein. Doch. Tja, Isma. Ich find's auch cool. Im Film gibt's ja nur den Final Showdown ganz am Ende. Ne? Und hier ist Isma quasi so immer der Mini-Boss und so. Und vor dem Film treffen sie sich wirklich erst ganz am Ende. Obwohl, Isma war ja noch mit Kong bei Pacha zu Hause, als er mit Kusku Vorräte holen ging, nachdem die Brücke eingestürzt war und sie essen ging und dann war Kusku like, da sind ja Isma und Kong! Und dann war sie like, we need to kill Kusku! Dann haben er und Pacha sich wieder vertragen. Und wieso erzähle ich jetzt die Geschichte des Films? Den sollte jeder gesehen haben. Und okay. Oh Gott, no. No, 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 no. No, 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 nein, 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 nein. Wie soll man das zum Teufel hinkriegen? Okay, vielleicht wenn ich jetzt einfach die Steuerung übe. Nö. Nee. Ah, zumindest ist das Level kurz. Yes. Damit. Ja gut, 3 Minuten, 3,5 Minuten. Nein, oh, ich hätte jetzt das Jungle Day ausgewählt. Yrks. Ja, der Bossfight dauert jetzt irgendwie schon am längsten. Dann unter unten. Oh Gott, wie soll ich das hinkriegen? Gott. Häschen! Killerhäschen! Lagombi! Okay. Bam! 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 Oh yeah! Wir sind so toll, Mann! Das ist so famos! Ich werd nicht mehr! Was ist denn das für eine Melodie jetzt? Mann, ich will das Secret haben! Und es ist da! Mann, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hoffentlich stört das euch nicht allzu sehr, wenn ich zu der Melodie mitsinne. Ich mag das. Ich liebe die Musik in diesem Spiel und dem Film und insgesamt. Nicht allgemein. Allgemein und insgesamt. Ich liebe das. Oh Gott. Einfach nur die ganzen Kindheitserinnerungen. Und die liebe ich. Ich liebe sie. Ach Gott, ich bin so voll Nostalgiker. Sentimental und so. Ach je. Krank!
Yes, Kronk, she needs some help. Kronk, you have to help her. Oh my god. Ich bin so froh, ich habe vorhin das, ich will jetzt endlich das Plus 1 Level, das Plus 2 Level geschafft. Oh yeah. Und das 1 Level habe ich ja heute auch schon geschafft. Wahoo, bald haben wir 100%, dann muss ich das Spiel nie wieder sehen. Also, als Let's Play Squad will ich sicher noch ein paar Mal zu. Wo ich... ja, ja. Aber ich lieb so Retro Games. Okay, 17. Eine Frage, wie zum Kuckuck soll man dies denn schaffen? Ich meine, wird automatisch schneller gemacht. Man kann da fast... Fuck, 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 shit. Nein, 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 eine Münze, eine Münze, eine Münze. Au, au, das hat jetzt viel getan. Das Spiel trollt mich einfach. Aber ich habe jetzt ungefähr den Rhythmus da unten raus. Ich quietsche immer so komisch, wenn ich wütend bin. Oh, God damn it! Aber gut, das Level ist kurz. Das ist nicht so problematisch, das ruhige Level. So. Goodness. Kein Rage Quit, nein! Bald ist der Spuk vorbei, dann sind wir froh drüber, dass ich ein anderes Spiel spiele. Und das wird dann super sein, das verspreche ich. Hm. Oh ja, ich muss bald wieder ein Infovideo machen zur quasi Umfrage von meinem lieben Abonnenten. Gott, was mache ich da? Wann mache ich das? Obwohl, irgendwann haben wir doch wieder so ein 3-Tage-Wochenende. Auffahrt oder so, keine Ahnung. Boah, ich liebe es. In der Schweiz haben wir so viele Feiertage. Das ist unglaublich. Ja, die meisten sind irgendwelche kirchlich. Irgendwelche Kirche halt. Stimmt, ich muss. Oh mein Gott, ich habe noch so viel zu tun. Ich habe die Ferien überhaupt über nichts getan, außer 50 Stunden Monster Hunter gespielt. That's pretty much it. Ah nein, ich habe Problem Sleuth zu Ende gelesen. Stimmt, ich habe mal ein Pillow Fort gebaut. Ja, okay, ich habe doch nichts gemacht. Was war das immer? Schlange! Ich mag Schlangen. Und das war's doch, oder? Mit dem Heider? Nein, immer noch nicht. Doch, noch. Ah, Kronk, I need some help here. Okay. 8 Minuten. Ich will das nur schaffen, dann können wir in die City. Oh man. Ich weiß nicht mal, wo alle Geheimnisse in der City sind. Ich werde einfach in jede Wand drin, die es gibt. Und so Zeug halt. Die Musik ist toll. Findet ihr Isma auch so gruselig? Manchmal frage ich mich, bin das so? Ich fische. Egal. Okay. Ich muss einfach nur so richtig steuern. Ich muss einfach die ganze Zeit gegensteuern. Aha, die Münze, aha. Nicht zu fest in eine Richtung. Ja. Nein, Gott. Aber jetzt müssen wir zumindest nicht ständig ins Hauptmenü. Das ist schon mal was Gutes, ne? Aha. Ich verstehe nicht, wieso die Entwickler so eingebaut haben, dass man alle Continues verliert, wenn man ein Level nochmal spielt. Das verstehe ich wirklich nicht. Na gut, in dem Spiel Game Over gehen muss, dafür muss man auch ein Meister sein. Hust. Ja, aber okay. Da konnte ich nicht so viel für. Das ist halt so. Okay. Wisst ihr, was ich wirklich nicht mag? Konvertierte Kamerasteuerung. Das Blöde ist, wenn man sie weginventiert, also normal hat, also das unten oben, unten ist und oben oben, dann ist es halt so, dass man dann alles umgekehrt macht, wenn man das Inventiert immer noch im Kopf hat. Beim Inventieren macht man alles für die Tasche. Secret!
Oh yeah. Bam. Bam. Oh, stimmt. Das wäre nicht noch ein cooles Projekt. Okay, ich sollte aufhören, mit mir selbst zu reden. Und besser kommentieren. Hoffentlich nervt euch das nicht da. Ich weiß, ich könnte einfach ein Safe State setzen, aber nein, ich hab das vorige Level auch ohne Safe State geschafft und ich habe dafür nur 20 Minuten gebraucht. Nö, das ist noch nicht mal so viel. Das ist noch nicht einmal so viel, bitte. Ja, ich habe keine Beschwerde-Inbox. Ich habe nur meine normale Inbox, wo ich nicht mal so viele Nachrichten kriege. Isma, was machst du denn da? Man, du sowas von ne? Hexe, 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 Hexe. Bam, bam. Ein Nilpferd. Hippopotamus. Düp, 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 düp. Come on, das war's. Noch nicht? Ah, doch. Doch, doch. Okay. 10 Minuten! Wuhu! Nee, meine Nachbarn tun mir wirklich leid. Mögt ihr eigentlich Schokoladen, Milkshake, Frappe, Frappuccino, whatever it's called, where you live? Keine Ahnung. Ich liebe das Zeug. I'm a sucker for that stuff. Und heiße Schokolade, oh mein Gott. Ich könnte für heiße Schokolade töten. Oh nein, töten würde ich nicht. Erstens ist schon mal ein zweiter Schokoladen-Frappuccino. Der erste war nicht so gut, aber der zweite ist viel besser. Und beim nächsten Mal muss ich ein bisschen Sahne dazu tun. Und ein bisschen Zucker. Dann wird das Ganze noch besser. Das muss ich richtig fluffig sein. Vielleicht kaufe ich mir Schokoladeneis mit Schokoladeneis. Das muss nämlich noch besser sein. Ich mache das nämlich mit Eis. Und... Nein! Ich mach das nicht mit Eis und Schokoladenpulver. Okay. Ich habe mich noch konzentriert. Nein, ich will dahin. Ich habe mich noch konzentriert. Aber am Ende habe ich doch... Ich check dich. Es geht schon, aber... Man muss wirklich Millimeter genau den Joystick bewegen, damit das funktioniert. Millimeter genau, sage ich euch, Leute. Millimeter genau. Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich mich schon freue? Auf die Katakomben-Level mit dem blöden Fledermaus. Okay, ich suche jetzt auf meinem normalen Weg. Okay, ein bisschen viel zu viel Schokolade. Uiuiui. Gut, dann habe ich heute kein Eis mehr. Genau, also man nimmt irgendwie ungefähr so 2 Deziliter Milch, 3 gehäufte Teelöffel Schokoladenpulver und dann nehmt ihr einen Becher voll Eiswürfel, also ja, einen Becher voll. Nehmt halt den Becher, in den ihr das Zeug reinkippen wollt und füllt ihn zu ungefähr 2 Drittel mit Eiswürfeln. Dann tut ihr das Ganze in den Mixer und mixt, dass es richtig fluffig ist. Nicht erschrecken, wenn es zuerst sehr, sehr laut ist, das ist so. Und dann entweder nehmt ihr die schlagsamste Dose oder ihr macht selber welche. Wenn ihr selber welche macht, müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr es zu lange... mixt, schlägt, mit dem Schneebesen, könnt ihr Butter machen. Ist mir heute fast passiert. Ich war like, yay, Schlagsahne machen. Dann ist meine Mama reingekommen, so von mir. Sei vorsichtig, dass das nicht zu Butter wird. Oh, right, das kann ja auch passieren. Ja. Und beim Einfüllen müsst ihr so vorsichtig sein, denn... auch wenn ihr ein bisschen zu viel gemacht habt, dann... zu wenig ist immer gut, zu wenig ist gut. Aber bei zu viel müsst ihr vorsichtig sein, nicht ganz bis zum Rand füllen. Sondern Fortsetzung folgt, ne? Ja, ja, ich muss mich hier konzentrieren, also bitte. Ich bin jetzt ein bisschen leise.
Okay. Zack, 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 zack. Nein! Ich bringe heute noch jemanden um. Gut, dass ich alleine zu Hause bin. Ich bringe jemanden. Ich würde jetzt jemanden wirklich sowas. Oh. Gott, da hat der bitte für. Ich habe kein Schokoladenfrappé mehr. Ich habe auch keine Schlagsahne mehr. Ich habe nichts mehr, was mich glücklich machen kann. Ich will das Level nur noch schaffen. Ich will das Level nur noch schaffen. Ich will das Level nur noch schaffen. Ich habe heute schon jetzt. Boah, 2 Stunden am Vormittag habe ich Let's Play. Und jetzt noch. Oh yeah. Die Fähre habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Aber da. So habe ich jetzt ein paar Wochen mit Ruhe und kann mich auf die Schule konzentrieren. Ja, as if, genau. Secret, okay. Ich bin schon offen. Wieso tue ich mir das denn nicht an? Ich verstehe das nicht. Gut, die Flusslevel sind jetzt eigentlich die einzigen, bei denen man sich sowas antut. Weil bei den anderen kann man ja ständig rumrennen und Sachen discoveren und so. Ich verstehe das an diesem Bossfight schwer sein soll. Sollte was schwer sein? Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich im Fall schon so aus. Das nächste Projekt. Ich will Königreich von damals jetzt definitiv noch die Woche beenden. Ich will. Oh, nächste Woche habe ich dann ganz viel Zeit zum Let's Playen. Jeden Abend. Oh, ich freue mich schon. Aber tagsüber Let's Playen ist immer noch das Geilste, was es gibt. Ja, das bedeutet. Ja, was bedeutet das? Ich habe wenige frei. Ich habe keinen freien Nachmittag mehr. 2 mal bis 5 Uhr habe ich Schule. Das stimmt. Jetzt habe ich wieder Kunst. Mittwoch bis 5 in der Schule sein. Wisst ihr, wie toll das ist? Genau, gar nicht. Aber es ist ja Kunst. Skulptur. Anyone got a glass of water? Okay. No. Now we have to concentrate. I have to. Oh, sweet mother of God. Ich hab's geschafft. High five, Leute. Danke, Leute. Wir sind die Besten. Jetzt, ich muss die Flusslevel nie wiedersehen. Oh Gott, sorry. Und wir haben 80. Ja gut, eine etwas kürzere Folge ist schon gut. Gott, ich muss das nie wiedersehen. Oh Gott, ich muss das nie wiedersehen. Gleich speichern, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Oh yes. Wir müssen nur noch 5 Level machen. Yes, ich muss die Flusslevel nie wiedersehen. Ich muss die verdammten Flusslevel nie wiedersehen. Oh, yes. Guckt euch das an, Leute. Wir haben alles. Oh. Das macht mich sowas von unendlich glücklich. Das macht mich so glücklich. Okay. Und das nächste. City Chapter 3. Aber das, Leute, machen wir in der nächsten Episode. Okay. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es definitiv jetzt Spaß gemacht. Jetzt bin ich glücklich. Oh yeah. Und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, haltet die Ohren steif. Ciao.